Ein Equalizer, mit dem man den Mitte- und den Seiteanteil von einem Stereosignal separat bearbeiten kann, ist eine wunderbare Sache. Und was? Du hast keine Ahnung, wovon ich gerade rede? Überhaupt kein Problem, denn ich sag dir heute, was es damit auf sich hat, mit dem Mitte- und dem Seiteanteil von einem Stereosignal. Wir bauen zusammen einen Mitte-Seite-fähigen Equalizer in Studio One nach. Und falls du kein Studio One haben solltest, lohnt es sich trotzdem dran zu bleiben, denn es gibt natürlich jede Menge Hintergrundwissen und natürlich auch 1, 2, 3, 4 Tipps, die du in deinem Mixalltag durchaus auch anwenden kannst, um dafür zu sorgen, dass dein Mix demnächst auch ein bisschen besser klingt. Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und so ein Mitte-Seite-fähiger Equalizer ist schon was Feines. Man kann ganz separat Einfluss nehmen auf die unterschiedlichen Anteile im Signal, aber wenn du dich fragst, Mitte-Seite, was hat es denn damit eigentlich auf sich? Ich dachte immer, Stereo besteht aus links und rechts. Das ist auch soweit richtig, aber wenn man sich das Signal Stereo mal genauer anguckt, dann kommt man relativ zügig darauf, dass man das Signal auch anders betrachten kann. Nehmen wir einfach mal den Mono-Anteil, also die Mitte. Was ist denn eigentlich Mono? Mono ist ja im Prinzip bei einem Stereosignal das, was aus beiden Boxen gleichzeitig rauskommt. Bei deinem Mix zum Beispiel oder bei einem Beat zum Beispiel, Bassdrum und Bass kommen in der Regel aus der Mitte. Das heißt, beide Boxen geben gleichzeitig das Gleiche wieder. Das heißt, es erklingt auf beiden Boxen gleich laut und ist dementsprechend Mono. Umgekehrt heißt das dann aber, alles, was nicht aus beiden Boxen gleichzeitig rauskommt oder mit gleichem Pegel rauskommt, ist ja die Differenz zu diesem Monosignal. Also muss das der Stereoanteil sein. Und deswegen nennt der Amerikaner das auch gerne Sum and Difference, also Summe und Differenz. Die Differenz ist dann der Stereoanteil oder eben auf Deutsch Mitte-Seite, M-S oder Mid-Side auch auf Englisch gerne genannt. Wofür braucht man das jetzt, ist die Frage. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du bei deinem Beat zum Beispiel oder auf deinem Masterbus vielleicht nochmal ein bisschen Einfluss auf deinen Mix nehmen möchtest, möchtest aber jetzt nicht mehr in die einzelnen Kanäle einsteigen oder hast bei einem Beat vielleicht gar keine Möglichkeit, in diese Einzelteile reinzusteigen, weil du vielleicht, du bist Rapper und du hast einen Track bekommen und möchtest aber, dass die Bässe vielleicht ein bisschen fetter werden und hast eben die Einzelspuren nicht vorliegen, dann ist es relativ einfach, indem du einfach nur das Mittensignal ein bisschen bearbeitest. Ne? Mitte-Seite-fähiger Equalizer, dann hebst du ein bisschen bei der Mitte die Bässe an und schon ist alles fetter, ohne dass es auf den Seiten auch wummerig wird. Oder vielleicht ist dir der Track irgendwie nicht glitzerig genug, möchte ich mal so sagen, nicht schimmrig genug, dann könnte man auf den Seiten zum Beispiel ein bisschen die Höhen anheben und sorgt dafür, dass der Mix insgesamt ein kleines bisschen breiter wird oder vielleicht auch ein bisschen heller klingt, ohne dass die Snare aber in der Mitte zum Beispiel auch mehr Höhen kriegt oder vielleicht ein Synthesizer, der in der Mitte schon vor sich hin wirkt. Du merkst, es gibt also verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Einige schauen wir uns dann gleich auch nochmal im Beispiel an. Wenn du auch Beispiele haben solltest, wo du das ganz oft und immer ganz gezielt einsetzt, dann schreib das gerne mal unten in die Kommentare und schreib auch gerne dazu, welchen Equalizer du dafür benutzt. Denn in Studio One zum Beispiel ist kein Mitte-Seite-fähiger Equalizer eingebaut. Deswegen bauen wir gleich auch selber einen mit Bordmitteln. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht relativ zügig. Soweit ich weiß, geht es nur in der Pro-Version. Falls es aber in Studio One in der 5. Ausgabe auch in der Artist-Version gehen sollte, dann schreib das auch mal gerne unten in die Kommentare rein. Also für alle anderen, falls ich habe es nicht ausprobiert, ich habe die 5. Variante nicht und ich habe auch nicht die Artist-Variante. Deswegen kann ich sie nur für Version 4 Pro sagen, aber da funktioniert es auf jeden Fall. Wir bauen also einen Mitte-Seite-fähigen Equalizer, bauen wir jetzt gleich mal selber nach in Studio One. Falls dich das nicht interessiert, weil du kein Studio One haben solltest, kein Problem. Ich habe die Kapitelmarker unten wieder verlinkt, aber du siehst sie auch in der Timeline hier vom Video unter mir. Aber ich empfehle dir trotzdem dran zu bleiben, denn da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Kniff, wie das Ganze aufgebaut ist, wofür man es anwenden kann und so weiter. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Falls du aber denkst, hey, ich bin gerade frisch auf diesem Kanal und es gefällt mir ganz gut, was der Typ da macht, dann ist es doch super, wenn du noch eben auf den Abo-Knopf drückst und wenn du dann die Glocke daneben nicht vergisst und dann auch noch eben auf alle Informationen klickst, dann kriegst du auf jeden Fall einen Hinweis, wenn das nächste Video erscheint und verpasst nichts mehr, was auf diesem Kanal stattfindet. So viel zur Eigenwerbung. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session, bauen einen Equalizer nach. Ich gebe dir ein paar Anwendungsbeispiele und dann bin ich mal gespannt, was du damit alles machen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass dein Mix noch ein kleines bisschen besser klingt. Wir gehen rüber,
Los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich habe hier einfach mal meinen Sauna-Girls-Song nochmal aufgenommen, als Beispiel einfach, um dir zu zeigen, wie man an diesem Song mit dem Mitte-Seite-fähigen Equalizer arbeiten kann. Unter anderem aber auch aus dem Grund, weil das, was ich dir gleich zeige, natürlich auch wunderbar bei Beats funktioniert. Denn das, was bei Beats natürlich die größte Schwierigkeit ist, ist, dass du keinen Einfluss auf die einzelnen Signale hast. Ich habe jetzt hier zwar einen kompletten Song mit Einzelsignalen für Bass, Schlagzeug etc. und so weiter pp. Vorliegen, aber bei den meisten Beats ist es ja so, dass man nicht einzelne Spuren bekommt, sondern einen kompletten Beat. Wenn man den also bearbeiten möchte, dann ist das immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn man seine Vocals darin einpassen möchte. Und da hilft ein Mitte-Seite-fähiger Equalizer auf jeden Fall weiter. Und deswegen bauen wir jetzt einfach mal erstmal einen Mitte-Seite-fähigen Equalizer. Vorher spiele ich noch mal kurz das Sample an. Also es klingt im Moment so. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich noch mal an. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich, dass ich das dringend mal fertig machen muss. Aber kannst ja mal einen Daumen hoch geben, wenn du willst, dass ich das auch fertig mache. Aber nur so viel. Wir nehmen jetzt mal nur die Mucke komplett und betrachten jetzt diesen Kanal einfach mal so, als wenn hier der Beat drauflegen würde. Wie gesagt, es funktioniert auch auf jedem anderen Kanal, auf deinem Schlagzeugbus, auf deinen Gitarren und so weiter und so fort. Wir nehmen aber jetzt einfach mal stellvertretend meinen Mucke komplett Bus, wo meine Musik komplett zusammenläuft, so als wenn es ein eigenständiger Beat wäre. Was brauchen wir als erstes? Natürlich, wir brauchen natürlich Hilfsmittel. Wir müssen natürlich ein Hilfsmittel haben, mit dem wir das Signal erstmal aufteilen in Mitte und Seite. Dann brauchen wir Equalizer natürlich, mit denen wir dann Mitte und Seite separat bearbeiten können. Und wir brauchen ein Tool, mit dem wir dann natürlich auch wieder Mitte und Seite zu einem normalen Stereosignal zusammenfassen. Das Standardtool, was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall der Splitter in Studio One. Und das ist das Tool, was normalerweise nur bei der Pro-Version dabei ist. Das heißt, alle Leute, die Artist oder kleiner haben sollten, vielleicht solltet ihr doch nochmal überlegen, auf die Pro-Version umzusteigen. Ich weiß, normalerweise sage ich immer, die Artist-Version reicht aus, aber wenn du das hier ausprobieren willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du besorgst dir einen externen, Mitte-Seite-fähigen Equalizer, wie zum Beispiel den Fab-Filter. Der kostet aber im Prinzip genauso viel wie zum Beispiel der Aufstieg auf die Pro-Version. Da muss man ein bisschen abwägen, weil der Pro-EQ von Fab-Filter ist natürlich ein powervolles, ein kraftvolles Tool, ein kraftvolles Hilfsmittel, mit dem man noch viel mehr machen kann und so weiter. Ob man dann extra dafür auf die Pro-Version umsteigt oder sich lieber vielleicht einen externen Equalizer zulegt, den man ja in der Studio One 5 Artist-Version auch mittlerweile benutzen kann. In der 4er brauchte man noch eine Krücke, noch eine Erweiterung, die man kaufen musste. Aber ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Wir gehen jetzt mal in Medias Res. Ne? Also, was brauchen wir? Wir klicken als erstes mal hier unten auf den Kanal-Editor in dem Kanal, den wir bearbeiten wollen. Da geht dieses Fenster hier auf und dann klicken wir hier oben mal auf diesen Knopf, der heißt Routing. Was passiert? Dieses Fenster geht auf. Im Moment ein leeres Fenster. Hier würden normalerweise die ganzen Equalizer und alle Plugins stehen. Alles, was du schon in den Kanalzug reingeladen hast. Da du aber siehst, dass hier alles noch leer ist, ist hier noch nichts reingeladen. Starten wir mal mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen das Signal als erstes mal in Mitte und Seite aufteilen. Das machen wir mit dem Mix-Tool. Das findest du hier bei deinen Plugins auf der rechten Seite. Wenn du auf Browse hier unten drückst, dann kannst du da draufklicken. Dann geht hier die Liste mit deinen ganzen Plugins los. Und da suchst du dir aus der Liste jetzt hier einfach mal das Mix-Tool raus. Nehmen wir mal das Mix-Tool, ziehen das einfach mir ins Fenster rein. Und dann geht hier auf der linken Seite ein kleiner Einstellungsdialog auf. Und da kannst du hier unten auswählen MS-Transform. Convert Stereo to MS, also Mitte-Seite. Da klicken wir mal drauf. Und weil diese Konversion, warum auch immer, 3 dB Pegel frisst, geben wir hier oben einfach mal direkt spontan 3 dB oben drauf. Das machen wir dann gleich bei der Rückwandlung auch nochmal, damit wir auf jeden Fall sicher sind, dass wir hier nicht irgendwie Lautstärke oder Pegel verlieren bei der ganzen Umwandlung. Also, wir haben jetzt das Mix-Tool so eingestellt, dass das Stereosignal in Mitte und Seite aufgeteilt wird. Und Mitte liegt jetzt links und Seite liegt auf der rechten Seite. Wenn wir jetzt abspielen zum Beispiel, ich stelle mal hier den Mucke-Komplett-Bus auf Solo, damit wir nur die Musik hören, unseren Beat quasi. Das klingt im Moment dann ziemlich verschroben und sehr durcheinander, ne? Links ist das Mono, das Mitte-Signal, und rechts hören wir dann das Seitensignal. Damit kann man natürlich überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, wir machen einfach mal direkt weiter und teilen jetzt mit dem Splitter, das ist diese Hand hier oben, teilen jetzt einfach mal das Signal auf in links und rechts.
damit wir die beiden separat voneinander bearbeiten können. Ziehen den Splitter hier einfach mal unter das Mix-Tool und zack, wird plötzlich hier dieser Splitter eingebaut. Und du siehst, wir haben jetzt eine linke und eine rechte Seite. Und wenn wir ihm jetzt hier sagen, Kanalsplit auf der linken Seite, dann teilt er auch den linken und den rechten Kanal auf. Und jetzt haben wir hier links, links und rechts haben wir rechts liegen. Ich sage übrigens hier oben dem Mix-Tool mal über umbenennen, dass das Mix-Tool ist für zu MS, zu Mitte Seite. So, ne? Und dann gehen wir in den Splitter rein und ziehen jetzt in jede Seite von dem Splitter, ziehen wir jetzt einen Equalizer rein. Am besten den Pro EQ, der ist direkt mitgeliefert. Den ziehen wir hier mal aus unserem Browse-Fenster rüber und kopieren den auf die rechte Seite nochmal. Und damit haben wir im Prinzip schon die beiden Equalizer, die wir brauchen für Mitte und Seite. Und der Einfachheit halber benenne ich die dann einfach mal. Dann kann ich das nämlich später im Mix nochmal benutzen. Wir nennen diesen hier also mit. Mit Pro EQ für die Mitte, oder kannst du auch Mitte nennen, und den rechten nennen wir mal um in Side oder Seite. Kannst du jetzt entscheiden, ob du das Englisch machst oder Deutsch, aber ich mache es jetzt immer auf Englisch hier. So, jetzt haben wir also ganz klar gekennzeichnet, der eine Equalizer ist für Mitte, der andere ist für Seite. Und jetzt müssen wir nach dem Splitter, wenn wir hier mit diesen beiden Equalizern gearbeitet haben, natürlich alles wieder zusammenfügen zu einem Stereosignal. Zu dem Zweck ziehen wir einfach mal nochmal ein Mix-Tool hier unten rein. Ja, anpacken und hier rüberziehen. So, jetzt hat es geklappt. Da ist wieder ein weiteres Mix-Tool und auch auf der linken Seite wieder alle Einstellmöglichkeiten und wir machen natürlich wieder MS-Transform. In diesem Fall wird jetzt aber das Mitte-Seite-Signal wieder zurückgeformt zu Stereo. Klicken wir nochmal drauf, geben hier oben wieder 3 dB für die Umwandlung drauf. Warum auch immer, vielleicht weißt du es, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber vielleicht kann ich ja von dir noch was lernen. Deswegen schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare rein, falls du genau weißt, was da passiert, wo diese 3 dB flöten gehen. Mit anderen Worten, wir haben die Kette jetzt soweit fertig. Wir haben also hier oben, das Mix-Tool können wir ja noch umbenennen. Ne? Machen wir mal umbenennen. Das nennen wir dann zu Stereo. So, jetzt ist aber auch wirklich klar, was hier am Start ist. Also wir haben hier oben das Mix-Tool, das das Signal aufteilt in Mitte-Seite. Dann haben wir den Splitter, der links und rechts voneinander trennt und dann quasi das linke, das Mittensignal auf der einen Seite weiterführt und das Seitensignal auf der rechten Seite weiterführt, hier jetzt zumindest optisch auf der rechten Seite und dann beide wieder zusammen in den Konverter reinführt, in das weitere Mix-Tool, das ich jetzt zu Stereo genannt habe. Also mit diesem letzten Mix-Tool wird das ganze Signal wieder zusammengefügt und wir sollten jetzt ohne Schaden im Prinzip hier eine komplette Aufteilung ins links und rechts bzw. Mitte und Seite jetzt in diesem Fall bekommen haben. Wenn wir jetzt die ganzen Plugins mal ausmachen, wir sehen ja jetzt hier, dass die komplette Kette hier dran ist. Wenn wir die ausmachen, hören wir den normalen Beat. Und wenn ich die komplette Kette mal anmache, dürften wir eigentlich keinen Pegel verlieren und keinen Unterschied hören. Machen wir mal. Nein, es ändert sich nichts. Also wir haben die Kette sauber aufgebaut. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal. So, jetzt wollen wir das ganze Ding natürlich noch anwenden. Ich klicke also nochmal hier auf den Kanal-Editor, wieder aufs Routing. Und jetzt können wir hier einfach mal in dem Fenster, ich mache das mal der Einfachheit halber, wir hätten das jetzt auch direkt im Kanalzug machen können, aber ich mache das der Einfachheit halber und der Klarheit halber mal. Wir klicken jetzt hier mal auf den Equalizer. Doppelt drauf. Und das ist jetzt unser Equalizer, der hier auch passend benannt ist. Der heißt mit Pro EQ, das ist also das Mitte-Signal. So, jetzt kommen wir zu den Anwendungsbeispielen. Was kann man denn eigentlich damit machen? Wofür ist es eigentlich notwendig, dass man das Mittensignal und das Seitensignal unterschiedlich equalized? Wir können zum Beispiel sagen, wir haben ja jetzt einen Beat hier und du möchtest bei deinem Beat, wo du ja keinen Zugriff auf die einzelnen Elemente hast, möchtest du zum Beispiel, dass Bass und Bassdrum ein bisschen fetter sind. Wo sind Bass und Bassdrum im Stereobild? Die sind mono in der Mitte. Mit anderen Worten, der beste Kandidat, um im Prinzip mit einem Mitte-Seite-fähigen Equalizer und wie gesagt, das gleiche gilt, was ich dir jetzt zeige, natürlich auch für den Fab-Filter und jeden anderen Mitte-Seite-fähigen Equalizer, wie zum Beispiel den TDR Nova, den ich auch schon mal vorgestellt habe. Wir gehen jetzt also hier mal rein in den Mitte-Equalizer und heben jetzt einfach mal die Bässe an, die jetzt nur im Monosignal und damit nur in dem Bereich stattfindet, wo eben Bass und Bassdrum sind. Spielen wir mal ab. Von vorne. Ich nehme hier einfach mal das Band LF, stell das auf einen Shelf-Filter ein hier und jetzt heben wir mal ganz vernünftig, also nicht zu viel, heben wir einmal ein bisschen die Bässe an. Achte mal, was passiert. Wird fetter, wärmer und wir machen von vorne und dann mache ich es mal aus.
Wunderbar. Nur das Mittensignal bekommt ein bisschen mehr Bass und die Saiten bekommen eben nichts drauf. Auf den Saiten hat der Bass ja eigentlich auch nichts zu suchen, wie wir ja wissen. Wunderbar. Mit dem Mittensignal also hier schön gespielt. Wenn du jetzt zum Beispiel für deinen Gesang ein bisschen mehr Platz machen wollen würdest, dann müssten wir eigentlich in dem Frequenzbereich mal ein kleines bisschen Frequenzen rausnehmen, wo der Gesang hauptsächlich sitzt. Ich habe ja schon mal ein längeres Video gemacht, also eigentlich sogar zwei Videos zum Thema gemacht, wo die Frequenzen genau sitzen, wie sie klingen und wie du sie identifizieren kannst. Falls du dich dafür interessierst, kann ich dir das hier oben mal verlinken, zumindest das erste Video. Das zweite folgt dann direkt hinten dran. Da kannst du erfahren, welche Frequenzbereiche wo aktiv sind, wie die klingen und vor allem, welche Instrumente da präsent sind. Bei der Stimme ist es zum Beispiel so, die ist in der Regel so zwischen 1 und 2 Kilohertz zu finden. Wenn du jetzt also Platz in deinem Beat schaffen möchtest für deine Stimme, weil sich dein Gesang oder dein Rap vielleicht nicht so richtig gut durchsetzt gegen die Musik, dann ist es wunderbar, wenn du einfach für die Stimme, die ja normalerweise in der Mitte stattfindet, wenn du da ein bisschen Platz im Mittensignal machst und einfach mal bei 1 bis 2 Kilohertz ein bisschen was rausnimmst. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen uns irgendein Band und schieben hier mal dieses grüne Band so ein bisschen durch die Gegend. Guck mal, dass wir hier bei ungefähr 1 bis 2 Kilohertz rausnehmen. Wir haben ja jetzt keinen echten Anwendungsfall. Ich möchte dir nur zeigen, dass es damit halt geht, im Mittensignal dann auch was rauszunehmen. Ich überbetone das mal, damit du weißt, was ich meine. Und dann ziehen wir es ein kleines bisschen raus und machen Platz für den Gesang. Also. Diesen Bereich nehmen wir jetzt mal hier so. Ne? Und den senken wir jetzt mal ab. Und machen damit jetzt ein bisschen Platz im Beat für deinen Gesang. Also wirklich nur minimal, wenn du so 2-3 dB rausnimmst, kann das durchaus schon dazu führen, dass dein Gesang, dass dein Rap mehr Platz hat, sich besser in den Mix einfügt und das Ganze nur, weil du beim Mittensignal tatsächlich nur rausgenommen hast. Die Saiten werden überhaupt gar nicht beeinflusst, wenn du also einen breiten Beat hast, der wirklich breite Stereoanteile hat und so weiter und so fort. Da wird eben nichts rausgeschnitten bei diesen 1,5 Kilohertz, die wir jetzt gerade gehabt haben. Also schön Platz machen für die Rap-Vocals, für deinen Gesang. Wunderbar, ganz einfach, geht mit jedem Beat, geht natürlich auch mit der Mucke. Ich hätte natürlich jetzt bei diesem Song auch in die Einzelkanäle einsteigen können, aber so auf dem Masterbus oder hier auf diesem Mucke-Komplettbus ist das schon sehr komfortabel, da mal eben so einen ganz einfachen Eingriff in den kompletten Mix nehmen zu können. Was können wir denn mit dem Stereo, also mit dem Seitensignal machen? Ich gehe hier mal auf den Seiten-Equalizer, wie du jetzt hier oben sehen kannst. Der ist direkt daneben mir angesiedelt. Brauchen auch jetzt eigentlich gar nicht mehr in das Routing rein, weil wir das ja alles schon fertig haben. Gehen jetzt mal auf den Seiten-Equalizer. Was kann man mit dem Seiten-Equalizer machen? Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass der eigentlich schon schöne Mix oder der eigentlich schon schöne Beat, dass der vielleicht noch ein kleines bisschen seidiger auf den Saiten wird. Mit anderen Worten, wir heben einfach mal die Höhen an und gucken mal, wie das klingt, wenn wir nur beim Seitensignal die Höhen anheben. Shelfband hier. Achte mal drauf, ich hoffe, du hast Kopfhörer auf. Und vorne. Bypass. Und an. Es klickt. Ein kleines bisschen, das ist wirklich subtil, deswegen ist das jetzt nicht das Mega-Mittel, um deinen Song so richtig breit zu machen, dafür würdest du wahrscheinlich einen Imager nehmen, aber in diesem Fall kann man auf jeden Fall subtil ein kleines bisschen breiteren Effekt reinmachen, einen seidigeren Effekt, indem man einfach die Höhen anhebt und dafür sorgt, dass es einfach oberhalb von, was habe ich jetzt hier eingestellt, oben von diesen 4-5K, dass es da auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Höhenanteil hat, ohne dass die Snare, dass deine Mitte von dem Beat, dass deine Vocals oder sonst was beeinflusst werden, hier in diesem Fall ja beim Beat sowieso keine Vocals, aber da kannst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass du ganz subtil da ein bisschen mehr Präsenz reinbringst zum Beispiel oder ein bisschen Breite reinbringst. Das Ganze kann man sogar noch ein bisschen übertreiben, wenn du nochmal in den Kanal-Editor hier oben reingehst, also nochmal ins Routing. Kannst du auch die Breite deines kompletten Signals nochmal separat ein bisschen anheben, indem du nicht nur mit dem Equalizer anhebst auf den Höhen, sondern indem du insgesamt das Seitensignal ein bisschen anhebst. Es gibt hier unterhalb von diesem Equalizer, gibt es noch diesen kleinen Regler, da steht 0 dB im Moment, weil der den Pegel halt nicht weiter verändert. Aber mit diesem 0 dB Regler könnte man ja auch das Seitensignal noch ein kleines bisschen lauter machen. Und was dann passiert, das hören wir uns auch nochmal an. Wir holen nochmal die Saiten ein bisschen nach vorne. Nochmal aus. Holen nochmal 2 dB drauf. Die
auch das ist subtil, aber du holst das ganze Ding nochmal ein bisschen mehr in die Breite, ohne dass du dafür ein Imaging-Tool brauchst oder sonst was. Irgendwie kannst also auch da ganz gezielt nochmal Einfluss nehmen auf das Klangbild von deinem Mix. Und das Ganze geht natürlich nicht nur auf deinem Bus, wo du hier im Mix bei deinem Beat bist zum Beispiel, oder hier auf meinem Mucke-Komplett-Bus. Das geht natürlich auch auf dem Masterbus. Auf dem Masterbus habe ich das schon mal vorbereitet, hier auf dem Mainbus. Und klick auch hier mal auf den Kanal-Editor und dann auf das Routing. Und wie du hier siehst, habe ich auch hier das schon mal alles eingefügt. Hier ist das Split-Tool. Das gibt 3 dB drauf und stellt um auf MS-Matrix. Dann der Splitter, der das Ganze umstellt hier mit dem Kanalsplit auf links und rechts. Das heißt, wir haben hier links wieder den Mitte und rechts den Seiten-Equalizer. Dann haben wir darunter nochmal ein Mix-Tool. Und auch das ist wieder so eingestellt, dass hier die Matrix wieder zusammengeführt wird zu einem Stereosignal und wir die 3 dB wieder draufgeben. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht kannst du es mir sagen. Aber immerhin habe ich es ja zumindest drauf, dass ich es dir sagen kann, dass du das machen musst, damit du da keinen Pegel verlierst. Huh, nur mal Schwein gehabt, Herr Wagner. So, also mit diesem kompletten Splitting, was ich jetzt hier auf dem Masterbus habe, kannst du dann natürlich noch weiteren Einfluss nehmen. Ich sage dir jetzt mal nur ein einziges Anwendungsbeispiel und die anderen Sachen, die ich dir gerade genannt habe, kannst du ja selber mal ausprobieren oder vielleicht hast du schon den ein oder anderen Trick, den du durchaus schon mit einem mittelseitefähigen Equalizer machen kannst. Es gibt ja die Regel, dass Bässe im Seitensignal nichts zu suchen haben. Ne? Es gibt ja zum Beispiel von Brainworks gibt es den Equalizer, große Equalizer-Pakete, aber auch den Control, mit dem man zum Beispiel den Monomaker nutzen kann. Der Monomaker ist im Prinzip nichts anderes als ein Tool, das dir hilft, auf den Seiten die Bässe wegzuschneiden. Also ein Low-Cut auf dem Seitensignal sorgt dafür, dass auf dem Seitensignal kein Bass ist und der normale Bass einfach im Mono, im Mittensignal bleibt. Und das kann man hier natürlich super auch irgendwie simulieren mit dem Aufbau, den wir hier gemacht haben. Wir gehen einfach auf Seitensignal und sind jetzt hier auf dem Seiten-Equalizer und können da genau das machen, was im Prinzip der Monomaker auch macht. Wir haben hier nur das Seitensignal und nehmen jetzt einen kleinen ganz normalen Low-Cut-Filter. Den stellen wir ein und stellen den zum Beispiel hier auf 100 Hertz. Und damit kannst du wunderbar deinen Mix aufräumen und ganz simpel dafür sorgen, dass der Bass noch ein bisschen fokussierter und fetter aus der Mitte herauskommt, indem du einfach beim Seitensignal den Bass zumindest unterhalb von 100 Hertz abschneidest. Das haben wir hiermit gemacht und das machen wir jetzt auch mal kurz an und aus, damit du den Unterschied hören kannst. Er wird nicht dramatisch sein, aber er sorgt in the Mix, also im kompletten Mix dafür auf jeden Fall, dass dein Signal aufgeräumter wirkt. Und da auch an und aus. Wir starten mit aus. Subtil, aber die Menge macht's. Ne? Ganz viele kleine Portionen machen's, dass der Mix am Ende des Tages besser wird. Und der Monomaker ist natürlich in den Brainworks-Plugins ganz einfach zu bedienen. Einfach Regler hoch auf 100 Hertz und zack und fertig. Aber wenn du einen Mitte-Seite-fähigen Equalizer hast oder dir den selber gebaut hast wie diesen hier, ist es auch ganz einfach. Einfach ein Low-Cut ins Seitensignal rein, hast du deinen Monomaker gleich mitgemacht. Ich mache mal hier das Solo aus und wir machen noch mal ein kleines bisschen mehr Platz auf dem Masterbus für die... wir machen nicht ein bisschen Platz, sondern wir machen ein bisschen breiteres Klangbild nochmal für unseren Mix, indem wir da auch diesen Trick machen, indem wir die Höhe nochmal anheben. Hier am Schluss, ich wollte eigentlich, das zeige ich dir noch und dann machen wir auf jeden Fall Schluss, denn das Video wird schon wieder viel zu lang. Also, wir machen mal alles an und heben jetzt nochmal ein kleines bisschen die Höhen an. Und zwar nur auf den Seiten. Bis zum nächsten Aufguss. Von vorne. Downer Girl, du bist alles, was ich hab. Downer Girl, komm, leg dich nochmal ab. Downer Girl, komm, gib mir noch einen Kuss. Es ist subtil, aber es macht einfach Spaß, wenn man so gezielt Einfluss nehmen kann auf die einzelnen Anteile. Auch hier auf dem Masterbus einfach die Höhen im Seitensignal ein kleines bisschen anheben und schon wird der ganze Klangeindruck ein bisschen größer. Das kann man natürlich automatisieren, indem man das zum Beispiel nur im Refrain macht und in der Strophe dafür sorgt, dass da eben diese Anhebung auf den Seiten nicht ist. Dann hast du noch ein bisschen Automation, die deinen Mix noch interessanter macht und Unmengen an Anwendungsbeispielen. Wie gesagt, wenn du ein Lieblingsanwendungsszenario hast, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall von dir dazu lesen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder hier im Recording-Blog. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir sehen uns, mach's gut, bis dahin und Yassou.